Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Schwert. Ich habe wieder Ranixon reingepackt für Sneebel. Und wir müssen jetzt mit 5 Pokémon weiterkämpfen. Also das ist gerade unser Team hier. Ist wahrscheinlich gar nichts gut gegen Drache, gegen Roy. Und die sind wahrscheinlich auch alle unterlevelt. Aber YOLO, Leute. Und in der letzten Folge ist hier noch irgendein Kravumbaubau in dieser Höhle passiert. In Route 9. Und Deleon ist da reingelaufen. Ja, Wahnsinn, da ist ja Deleon. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, was hier passiert ist. Darf ich bitte, hallo? Ich müsste bitte einmal vorbei, danke. Hast du es mitbekommen? Was, dieser komische Lärm? Ja, habe ich gehört. Ja, da war so lautes Rums und dann hat's Kabeng und Puff gemacht. Und dann so Kravusch, Bumm. Er hat sich wohl ein wildes Pokémon dynamaxiert. Hier, guck dir mal die Schlagzeile an. Ein riesiges Mauzi. Komisches Galar-Mauzi, das irgendwie anders hieß, oder? Naja, aber mein Bruder und sein Glurak haben nicht lang gefackelt. Haha, gefackelt. Und das dynamaxierte Pokémon weggeäschert. Naja, wir sollten nach Claw City gehen und den 8. Arena-Orden holen. Ich bin... keine Ahnung, wann Hopp immer seine Arena-Orden holt. Ich müsste eigentlich viel schneller sein als er, aber anscheinend ist er immer vor mir schon fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sofort mit der nächsten Arena-Challenge weitergeht. Weil Arena-Orden nach Arena-Orden wäre schon ein bisschen merkwürdig, oder? Hier kommt bestimmt auch Story von wegen, dass Liga-Präsident Rosé böse ist und so. Hey Dizzy, hier drüben. Krasse Arbeit, Deleon. Naja, ich bin einfach unschlagbar. Ach so, hier war übrigens so ein komisches rotes Licht. Wird wohl von diesem Pokémon, das ich einfach dynamixiert habe, kommen. Obwohl hier gar keine Energiequelle ist. Ist schon merkwürdig, oder? Oh, ich habe gehört, sie haben von Dynamixieren geredet. Ich bin Wissenschaftlerin. Oma, was machst du denn hier? Tja, ja, Liga-Präsident Rosé hat mich herbestellt. Er hatte da ein paar Fragen zum Dynamax-Phänomen. Oh, ist da was Hilfreiches rausgekommen? Ach, das musst du ihn fragen oder besser seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Naja, wir brauchen jedenfalls mehr Daten. Deswegen möchte ich, dass ihr Nachforschungen anstellt. Dizzy, meinst du, wir können irgendwie helfen? Klar können wir das. Och, ihr wollt helfen? Das ist ja super geil. Klar wollen wir helfen. Komm, Oma, dann lass uns komische Daten suchen. So, und ihr beide geht jetzt erstmal zum 8. Arena-Leiterorden-Typen und dann zur Champ-Cup-Teil. Oh, ich solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, ja, ist mir klar. Der ist bestimmt auch viel zu stark für mich. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht gleich zu dem Typen gehen. Ich glaube aber, Eis ist ganz gut gegen Drache, nicht wahr? Deswegen werde ich wohl... Ich gucke einmal kurz, ob wir tatsächlich schon dahin gehen dürfen. Sonst werde ich nochmal Exandos ein bisschen trainieren. Oh mein Gott, wir können wirklich schon zu Roy gehen. Na gut, Leute, ich werde ein bisschen Exandros trainieren. Exandos, ich sage ihn immer wieder falsch. Weil ich glaube, das ist unsere einzige Chance, dass wir da ein bisschen überhaupt eine Schnitte haben. Lol, man sieht hier einfach die anderen Trainer? Okay, das wusste ich gar nicht, dass wenn man online geht, die anderen Trainer in der Naturzone sieht. Ja, ja. Guten Abend, der Zero. Schickt mir einfach eine Flasche Kumu-Milch. Das ist ja sehr nett. Dankeschön. Hey, hier sieht man einfach die anderen Trainer. Wie witzig ist das denn? Good evening. Das hier hat ein Pokémon für mich gefangen. Tüte Gemüse. Okay. Hey, man kriegt hier einfach Sachen umhergeschmissen. Sieht man auch... Konmanwa. Das ist einfach... Izumi. Ein Japaner. Das hier habe ich vor 3 Tagen gefunden. Packung frittiertes, cool, bestimmt nicht abgelaufen. Aber die sind bestimmt nicht 1:1 hier übertragen, oder? Oder die haben alle sehr schlechtes Internet. Das ist ja voll funny. Okay, wir werden ein bisschen Dynamax-Arbeit leisten, weil da gibt es ja auch immer schön Bonbons. Das müsste eigentlich recht gut sein, um Exandos ein bisschen zu leveln. Und insgeheim hoffe ich auch ein bisschen, dass wir noch dieses komische Dynamaxierte Riffex nochmal irgendwo finden in Dynawaid. Lägt ja aber jetzt ganz schön, wenn man Internet anmacht. Holy moly. What do we have here? Oh mein Gott, dieser Knoss! Das ist ja mega knuffig. Die setzen alle voll die guten Attacken ein und ich mache einfach jedem Schaden. Ich töte einfach alle und mache dem dieser Knoss gar keinen Schaden. Ja, ich bin der allerbeste Spieler aller Zeiten. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe einfach 2 Pokémon getötet mit meinem Angriff. Aber nicht das, das ich töten wollte. Oh mein Gott, war das behindert.
das mache ich nicht nochmal. Stattdessen... Ach, ich kann mein Pokémon nicht mehr austauschen. Toll, ich kann überhaupt gar nichts machen hier. Ja, komm, dann setz halt den Gift-Tip ein. Die Dynamaxiert, okay, dann... Sie macht das schon. Das ist der einzige andere Mitspieler, der hier in den Dynamaid mit mir drin ist. Weil ich zu faul war, zu lange zu warten. Und Yui klingt aber japanisch, also die hat bestimmt Plan. Boah, das war zwei dieser Dinger weg. Heftiger Kack. Gift-Tip! So. Kramor! Los, mach ihn jetzt fertig. Ich habe sein Schild durchbrochen. Ach, nach einer Weile kommen die einfach wieder? Okay. Ja, ich wusste, Kramor wird das machen. Okay, also ich war super unnötig in diesem Kampf. Hab sogar unser Team eigentlich noch geschwächt. Aber ich darf das Bisaknosso einfach trotzdem fangen. Und ich setze einfach nur einen Pokéball ein, weil ich ein Vollidiot bin. Hat man nicht sogar nur einen Fangversuch? Ich habe nicht darauf geachtet. Ich dachte, das ist hier wie bei Pokémon Go. Ja, das wird doch sowieso nichts. Oder? Bitte bleib drin. Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Super. Schön, danke. Toll. Ich habe ich aber auch nicht verdient. To be honest. Aber ich wollte ja sowieso nur die EP-Bonbons haben. Kriegt man da wenigstens XP für? Nee, nur die EP-Bonbons, ne? Ja, geil. Auf zum nächsten Dynawaid. Da ist es doch. Hier. Dieses komische Riffex-Typi-Dingsbums. Da, 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 da. Dynamax Riffex. In Gelb, wie es aussieht, so wie unseres auch. Oder ist das ein ganz anderes Pokémon? I don't know. Aber da sehen wir jetzt schon das legendäre Pokémon. Das ist natürlich ein Spoiler. Aber man weiß ja auch, wie die aussehen. Beziehungsweise wir haben die ja auch schon am Anfang irgendwann mal gesehen. Überschallknall wird wieder alle treffen. Also besser nicht. Ich setze einfach einen Overdrive ein. Jetzt, keine Ahnung. Ist halt nicht sehr effektiv, aber es ist eine Lärmattacke. Und wie gesagt, wieder leckt. Ja, guck mal, der macht das auch alleine. Nein, nicht Pikachu. Riffexi, kannst du es wagen? Du musst wieder gar nichts machen. Ja, dann carry mich hier. Genauso wie in League of Legends. So, und jetzt setzen wir einen richtig krassen Ball ein. Den krassesten Ball, den ich überhaupt habe. Nämlich... Ja, Hyperball, ne? Oder Levelball? Ist der beste Ball, den ich momentan habe. Deswegen... Let's go! Kann ich den denn überhaupt fangen? Der darf ja dann nur bis Level 55 sein. Oder kann man solche Pokémon erst fangen, wenn man alle Arena-Orden hat? Das kann natürlich auch sein. Nee, scheinbar nicht. Geil, ich habe ein zweites Riffex. Mit Special Dynamax-Version. Ich verstehe jetzt nicht so ganz den Sinn dahinter. Was ist an denen denn jetzt anders? Ah, guck mal, der hat jetzt so ein X da oben neben seinem Namen. So ein Dynamax-X. Heißt das, man hat ihn aus einem Dynamax-Raid? Oder ist er wirklich krasser? Guck mal, der ist in nix gut und in nix schlecht. Und sein Dynamax-Level ist natürlich super hoch, deswegen. Ist wahrscheinlich sogar besser als Nickel. Ach, ich verstehe das auch alles nicht, Leute. Keine Ahnung. Aber zum Beispiel Nickel wurde durch Dynamaxieren einfach nur größer und hatte nicht diese andere Dynamax-Version. Und diese Dynamaxierte Version von Riffex, die wir jetzt gefangen haben, die sieht ja anders aus. Na, wie den auch sei. Wir haben ein paar EP-Bonbons erhalten. Damit sollte Exandros bestimmt auf Level 50 kommen mit diesen ganzen LEP-Bonbons. 60.000, ja, easy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 Level hoch, nice. Gefriertrockner. Das Ziel wird stark abgekühlt und manchmal sogar eingefroren. Die Attacke ist sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Statt dem Eissperr, weil ich den Eissperr sowieso nicht so gern mag. Und die EP-Bonbon M bekommt sie einfach auch noch. 1, 2. So, jetzt ist auf jeden Fall auf demselben Niveau wie die anderen. Ich bring nochmal alle Pokémon auf Level 50 und dann können wir es, glaube ich, gegen Roy aufnehmen. Und ich habe meinen ersten Zaubertausch gemacht, Leute. Ich habe einen Porenta weggegeben. Ich bin gespannt, was ich dafür bekomme. Bestimmt irgendein Schwachsinn. Ja, Ikarpador! Geil, danke. Dann machen wir jetzt das Apfel- und Ei-Prinzip und tauschen das erhaltene Karpador einfach weiter. Das sieht aus wie ein Shiggy. Oh, ich hätte richtig gern Shiggy. Und es ist... ein Shiggy. Haha. I knew it. Shiggy ist so knuffig, Mann. Ich liebe Shiggy. Oh mein Gott. Danke. Ich greife ja hier einfach alle an. Der ist ja genauso doof wie ich. Oh, guck mal, mein Overdrive ging sogar durch sein Schild durch. Sogar ohne eigene Dynamaxierung mal gewonnen hier. Krass.
jetzt nicht befreit, ich fass es nicht. Naja, die EP-Bonbons haben wir ja trotzdem bekommen. Klingt auch Alexandros. Blizzard, das klingt auch sehr gut. Statt des Hagelsturms, oder? Und den EP-Bonbon L kriegt dann noch Ranixon, in der Hoffnung, dass der auch nochmal Level 50 wird mit 10.000 EP. Nee, aber fast. Dann noch kurz gucken, was der Zaubertausch hier gemacht hat. Wow, ich krieg einen Glumanda dafür! Dein Ernst? Wie cool bist du? Jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht, dass ich da... Auch Colliono. Der Colliono hat jetzt seinen Carpador zurückbekommen für einen Glumanda. Okay, also eigentlich haben wir jetzt einen Porenta gegen einen Glumanda getauscht. Das ist in Ordnung, oder? Ich bin schon, dass es in Ordnung ist. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Dinge. Bei Regen soll seine Schwanzspitze dampfen. Und wenn die Pflanzspitze ausgeht, ist es nämlich tot. Cool, haben wir einen Glumanda bekommen. That's nice. Danke, Colliono, dass du noch einmal mit mir getauscht hast. Gut, ich werde trotzdem nochmal Sunquow gegen Janona einwechseln, weil das, glaube ich, sinnvoller gegen Drachen-Pokémon ist. Und dann schauen wir einfach mal, was Roy so drauf hat. Ich hoffe, er ist nicht allzu stark. Vielleicht müssen wir die Arena-Challenge abbrechen. Aber wir werden ja hoffentlich vor Roy noch gegen ein paar Typen kämpfen, um zu sehen, was für Pokémon und wie stark die Pokémon vor allem sind. Auf jeden Fall die letzte... Ach nein, man kämpft aber nicht sofort gegen Roy, oder? Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, Dizzy, ich erkläre dir jetzt meine Arena. Bist du bereit? Klaro. Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildeten Arena-Trainern besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Oh nein. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Da halten auch nur sehr wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeige mir all deine Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dir jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Ich dachte, es ist ein Doppelkampf. Wieso dann nur einer? Ach nee, ach so. Ein Trainer, aber als Doppelkampf trotzdem. Also 2 Pokémon. Bin schon zur Stelle. Roy hat mich 2 Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon und zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich die Stärke zunutze machen will. Darf ich meine Pokémon nochmal umändern? Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt vorne habe. Wahrscheinlich nicht Exandros. Exandos, meine Güte. Lippa und Viscargot. Okay. Lippa ist aber schon auch Wasser-Pokémon, oder? Ja, wenn er eine Nieselattacke drauf hat, dann denke ich mal schon. Einfach mal auf beiden Overdrive, kann nicht so schlimm sein. Und ein Durchbruch auf das Viscargot ist bestimmt ganz gut. Hiya! Ja, ist tatsächlich gut. Ist dann aber komisch, dass wir in 2 Folgen hintereinander einfach die Arena-Challenges machen. Overdrive, wenn der jetzt wirklich Wasser ist, dann ist er auf jeden Fall weg. Ja, okay. Hä, das war ja schon mal viel zu einfach. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hierhin durchgeschlagen hat. Ja, ja, Oxo, Oxo. Und noch 2-mal dieselbe. Da hätten sie aber nochmal ein anderes Modell nehmen können, oder? Statt 2-mal dasselbe Modell mit diesem Smädel da jetzt. Lorraine, du bist dran. Als wenn das so seine Pokémon wären. Lorraine, ich wähle dich. Ach so, sie ist jetzt nach vorne getreten. Aber ich dürfte jetzt tatsächlich nochmal meine Pokémon ändern, wenn ich denn wollen würde. Ja, will ich. Ich glaube, ich will Exandros vorne haben, wenn ich ehrlich bin. Vulnona und Tortue... Was? Tortunator? Aber Exandros ist ja zum Glück gewappnet gegen Feuersachen. Deswegen sollten wir ganz cool sein. Dieses Tortunator ist bestimmt Drachefeuer. Egal, Overdrive, weil das immer beide trifft. Trifft Blizzard auch beide? Ja. Warum ist Blizzard nicht sehr effektiv gegen die? Ist Eis nicht gut gegen Feuer tatsächlich? Das ist ja dumm. Mir egal, Blizzard! Ah, du willst einen Blizzard einsetzen? Ich spüre meine Panzerfalle. Overdrive zieht relativ viel ab, aber auch nicht so geil viel. Das jetzt aussetzt sein. Das heißt, wir dürfen nicht nochmal einen Overdrive einsetzen, so gar nicht mehr in diesem Kampf. Und Blizzard sollte wahrscheinlich gar... Oh. Von wegen Blizzard ist nicht sehr effektiv. Das stand einfach nicht sehr effektiv. Dabei haut das einfach beide weg. Ja geil, Alexandros ist stark. Gefällt mir. Da hätte ich mir jetzt aber mehr erwartet von dem Roy und seiner ganzen Arena-Challenge hier. Ich finde ein bisschen schade, dass jetzt die letzten beiden Arena-Challenges einfach gar nichts mehr mit einer Challenge zu tun haben, sondern einfach nur, dass man gegen 3 Leute da kämpft und dann gegen den Arena-Leiter. Hatten die wohl keine Ideen mehr, aber okay, gut. Oder sie dachten nicht, dass man das Spiel so lange weiterspielt. Mit Diras und Rex Blizzare.
Okay, also das rechte wird Eis sein. Ja, I don't care. Overdrive. Und da Eis halt überhaupt nichts gegen den kann, setzen wir vielleicht mal einen Biss gegen das Rex Blizzard ein. Vielleicht ist das ganz gut. Overdrive. Okay, gar nicht so schlecht. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, macht das auf jeden Fall gut Damage. Ein Biss macht gar keinen Damage, alles klar. Verfehlt und zurückgeschreckt. Wir haben einfach beide nicht getroffen. Und die Hagelkörner treffen mich halt auch nicht. Ja, dann sollten die in der nächsten Runde, glaube ich, weg sein, oder? Vielleicht sogar, wenn ich so einen Blizzard einsetze? Ja, komm, wir probieren es einfach mal. Blizzard wird wahrscheinlich vielleicht nicht mal einen Schaden haben gegen Rex Blizzard, weil der wahrscheinlich auch gegen die Hagelkörner immun ist. Doch, es macht trotzdem Schaden. Das macht sogar beide weg. Okay, ja, heftig. Man denkt immer, Blizzard sei gar nicht so krass, aber dann ist es doch heftig. Gutes Team, ihr beiden. Nickel und Exandos, gutes Team. Gut für so ein Doppelteam auf jeden Fall. Reich für Leistung. Okay, jetzt darfst du gegen Roy kämpfen. Großartig, Dizzy. Cool, jetzt darfst du gegen mich kämpfen. Lass uns dafür ins Stadion gehen, denn da können wir deine Maxieren. Das wird jetzt aber wieder kein Doppelkampf sein. Deswegen werde ich Exandos mal nach vorne packen. Exandos, damit er hoffentlich nicht stirbt. Das muss Schicksal sein. Aber wenn Delion so viel auf dich hält, dann ist das wohl auch kein Wunder. Na gut, aber ich werde dich klein kriegen. Und es wird doch hier ein Doppelkampf geben. Haha, damit hast du nicht gerechnet. Habe ich tatsächlich nicht. Aber ist okay, die sind genau dieselben Pokémon wie eben vorne. Passt schon. Haha. I am Roy. Und ich habe ein Brockulos und ein Libeldra. Na und? Ich habe einen Exandros und einen Nickel. Wählt ihr Winde und beschwört einen Sandsturm herauf. Der sieht aber cool aus, der Roy. Der gefällt mir auf jeden Fall. Ich werde Exandros deine Maxieren. Weil. Keine Ahnung. Darum. Und dann deine Forst einfach gegen Blocko. Nee, gegen Libeldra erstmal. Und trotzdem Overdrive auch auf beide. Einfach nur, weil es beide halt trifft und super stark ist. Habe ich jetzt schon oft genug erwähnt, warum das mega stark ist. Deine Maxiere dich, Exandros! Ja, ich werde ein riesiges, komisches Eis-Evoli. Über 200 KP, nicht schlecht. Oh, keine Wirkung auf die Beldra tatsächlich, der Overdrive. Das war mir natürlich nicht bewusst. Das ist ja ein bisschen belastend auch. Deine Frost-Check! Sollte sehr effektiv sein. Ja, und die Beldra ist auch weg. Sieht krass aus, ey. Sieht echt krass aus. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viele Pokémon hat der? Hat der 4 oder 5? Aber gegen Drachen sind wir auf jeden Fall richtig gut mit Exandos. Ich hätte vielleicht mit dem Dynamaxieren warten sollen. Auf seine Dynamaxierte Version. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Sandgrab. Oh, ich glaube, das kann sogar sehr effektiv sein gegen Nickel. Ist es auch. Aua. Warum kann der sowas? Nicht cool. Anaconda. Das ist kein Drachen-Pokémon. Also von den Drachen-Arena-Leiter hätte ich mir aber andere Sachen erwartet. Naja, das ist anscheinend alles hier deine Frost. Ist egal, welchen AP-Dings wir hier einsetzen. Setzen wir den mal gegen das Blockulus ein. Und Nickel muss einmal geheilt werden. Heilung für Nickel. Und ich hoffe, Exandos greift jetzt als erstes an. Zumindest, ja, zumindest vor dem anderen Viechter. Aua, oh yo. Toll, gut, dass ich wieder geheilt habe. Warum hat er denn solche Bodenattacken so viele? Das ist doch super doof. Deine Frost sollte das Blockulus aber auf jeden Fall nicht töten. What the f- Ach, das ist Feuer. Ich habe vergessen, dass Eis nicht gut gegen Feuer ist. Das Gesteinfeuer vermutlich. Also sieht auf jeden Fall aus. Und der hat jetzt diese blöden Körner rausgelegt. Das ist gar nicht so schlecht, weil das nächste Pokémon, das ich jetzt einwechsle, ist der Dennis ist Sonquo, oder? Wenn ich jetzt Sonquo einwechsle, kriegt er dadurch trotzdem Schaden? Weil eigentlich fliegt er ja. Dann sollte ihn das eigentlich nicht jucken, dass da auf dem Boden solche komischen Dinger sind. Doch, okay. Juckt ihn trotzdem, dass da spitze Steine sind, obwohl er fliegen kann. Okay, whatever. Deine Frost sehr effektiv gegen Sanaconda. Na dann, mach das doch einfach mal. Boah, Schnabel, hoffentlich ist er weg. Nein, der hält voll viel aus, dieses Blockulos. Aber klar, steckt ja auch in seinen Namen drin. Blocko. Der Blockoloko. Sanaconda sollte weg sein durch den Deine Frost. Ist jetzt leider schon die letzte... Nein, auch nicht. Krass. Und ist schon die letzte Runde für unser Dynamaxieren. Das heißt, Exandos wird jetzt wieder kleiner. Und Roy hat halt noch seine Dynamaxierte Version. Es ist natürlich blöd, dass sie alle so sehr effektiv sind.
Aber ich muss halt dazu sagen, ich habe einfach nur mit Drachen-Pokémon gerechnet und nicht mit so einem Scheiß hier. Feuerzahn. Ja, das ist natürlich sehr schlau gegen Stahl, das muss ich sagen. Das ist natürlich sehr effektiv, ja, ja. Guter Roy, der hat auf jeden Fall die Typen hier raus. Und wieso überleben die immer so knapp? Das ist doch behindert. Ein Glück greifen wir vor dem Blockoloss an, damit der wenigstens weg ist und nicht angreift. Aber eins hat er auf jeden Fall noch. Ja, ja, klar. Er hat ja noch nicht Dynamixiert. Da habe ich jetzt sowieso mega Angst vor. Scheiße, wenn er jetzt Dynamixiert. Kann sehr gut sein, dass irgendwas stirbt. Uranodon. Wir werden einen Blizzard auf beide einsetzen. Dadurch stirbt auf jeden Fall das Anaconda und der andere wird geschädigt. Wir können ja einfach mal fliegen, damit Sonnenkopf vielleicht keinen Schaden bekommt. Ja, Dynamixiert natürlich. Weht ihr Winde! Mein Partner wird jeden aus dem Stadion pusten. Ist das denn jetzt aber ein Drachen-Pokémon? Müssen Drachen-Pokémon nicht irgendwie Flügel haben und Feuer spucken können und so? Das sieht nicht aus wie ein Drache, das sieht aus wie ein Hochhaus. Leute, das ist ein Hochhaus und kein Drache. Hallo. Das geht so nicht. Deine Stahlzacken! Oh nein, Exandros! Das ist doch shit, Diddle. Jetzt greift er vor allem nicht mit seinem Blizzard an. Und das heißt, dieses komische Schlangen-Pokémon, das bleibt noch da. Okay, ab jetzt wird alles scheiße. Oh no. Oh oh, irgendwas stirbt wahrscheinlich. Fly kommt rein. Wir müssen auf jeden Fall das Sanaconda töten. Da führt nichts dran vorbei, deswegen haben wir den Abschlag auf das Sanaconda. In der Hoffnung, dass das Fly jetzt nicht durch die Stahlzacken stirbt. Hallo, hallo, hallo. Okay. Holy crap. Fly greift bitte als erstes an. Bitte greif als erstes an. Bitte greif als erstes an. Fly, 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 bitte. Danke. Okay, dann greift das Anaconda wenigstens nicht an. Holy crap. Wieso ist der so stark? Wie viel Schaden macht jetzt Fliegen? Absolut gar kein Schaden. Mega, mega gut. Bringt denn... Ah, sind zwei Pokémon schon tot. Oh nein, ich muss zwei Leute heilen. Oh nö, wie soll ich das denn machen? Okay, wir werden erstmal Fly heilen. Oh, wir haben ja zwei Züge. Ja, das ist ja mega gut. Sonko wird ja wohl eine Attacke aushalten, oder? Dann setzen wir einen Top-Beleber auf Exandros ein. Das wird jetzt eine reine Heilrunde. Übertragen für Fly, damit der mir jetzt nicht wegstirbt. Und Top-Beleber auf Exandros. Wir müssen ja eigentlich nur seine Deine-Form überleben und dann sollte das ganz okay sein. Sonko hat auch überlebt, das ist sehr gut. Obwohl das, glaube ich, eine sehr effektive Attacke war, oder? Nee, sah nur sehr effektiv aus, weil das so feuermäßig war. Der Sandsturm ist auch weg, das ist gut. Und seine Deine-Form ist auch weg. Okay, jetzt haben wir eine Chance. Jetzt haben wir eine Chance, ihn zu vernichten. Ja, Fly kann angreifen. Das sollte ganz okay sein. Und Sonko kann ja halt gar nichts gegen den. Deswegen da auch nochmal ein Top-Beleber für Nickel. Ey, wirf mich... Nein, ich habe doch gerade alle wiederbelebt. Digga. Ich wäre so aufgeschmissen bei einer normalen... Nein! Nein, nein! Warum, Fly? Warum tötest du den? Warum machst du einen Volltreffer und machst den einfach One-Shot? Jetzt ist Sonko tot, gell? Sonko war gerade der Letzte, der gestorben ist, ja. Oh Mann, jetzt habe ich nur noch vier Pokémon im Team. Oh Diggi, warum musste das denn jetzt passieren? Warum hält er nicht einen Schlag aus? Nein! Tja, selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur ab. Du bist so ein Blödkopf, Roy. Ich habe jetzt nur noch vier Pokémon im Team für den Rest der Story. Oh, fuck my life, Mann. Wenigstens hat es ein Pokémon erwischt, das ich sowieso nicht so gerne mochte mit Sonquo. Aber jetzt kann ich auch Ranexon nicht mehr einwechseln. Fuck, ey. Mann ey, das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ha, von wegen, glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprallt habe, dass ich Dedeons größter Rivale bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier nimm das als Zeichen deines Sieges, das ist der Drachenorden und damit auch der letzte Arenaorden. Oh Mann, ob ich die Story überhaupt schaffe? Mit nur vier Pokémon? Wir können jetzt alle Pokémon fangen, unabhängig vom Level. Um Dedeon herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar? Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Isuki, gegen was muss man denn da kämpfen? Nächstes Mal nicht.
Aber wir können jetzt alles fangen, das ist schön. Hey, Dizzy. Fast hätte ich's vergessen. Ich wollte dir doch noch die TM-99 geben. Das ist die TM-Breitseite. Ach so, und dann wollte ich dir noch die Drachenuniform geben. Ist die auch so cool wie er? Hat man dann so einen coolen Hoodie? Und hiermit hast du Challenger Dizzy mit der Trikot Nummer 5, die Arena Challenge, abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du zum Champ Cup. Huch, oh, hallo Dizzy. Das war echt cool, dass du dagegen Reue gemacht hast. Schade um dein Sandcrow, dass es verreckt ist. Aber nun ja, die Zeit heilt alle Wunden, nicht wahr? Dieses Licht über Claw City ist übrigens nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen, das es damals in Schutt und Asche gelegt hat. Genauso ist es, die Galar-Region und ihre Wunschsterne und Energie. Das sind zwei Helden, Schwert und Schild. Naja, Kittel bitte, Herr. Oh, so früh? Na gut, hier, Kittel. Ja, ja, Kittel, Kittel. Ja, es muss ja jetzt noch die ganze Story um die legendären Pokémon irgendwie kommen. Oh mein Gott, ein Kittel! Du siehst ja jetzt total geil aus, Sania. Wow, jetzt bist du eine echte Professorin. Danke, Oma. Na gut, dann geh doch nach Score City, Dizzy. Der Bahnhof fährt dahin. Fertig, danke, tschüss. Danke, meine Fans. Ja, ja, ich bin der Allerbeste. Dann tschüss, Sunquo. War eine schöne Zeit mit dir. Fuck my life, dass der jetzt auch weg ist. Ach, Hanixon ist sogar schon im Team. Wen habe ich denn rausgepackt? Ajaynona habe ich rausgepackt. Ach, schwierig. Ja, also mit 4 Pokémon. Das kann ja nochmal heiter werden hier. Naja, sei es drum. So ist das dann jetzt erstmal. Würde ich aber erstmal sagen, war es das mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schade, dass mein Core verreckt ist. Wenn euch der Fall gefallen hat, lasst ein Like da. Wir gehen dann das nächste Mal nach Score City. Bin ich mir noch nicht so sicher, to be honest. Eventuell gehe ich erstmal in die Naturzone in einem Stream. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt erstmal ein Stream. Von daher, dann sehen wir uns vielleicht im Stream und sonst in der nächsten Folge. Oder bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und bye bye, euer Dizzy.